Unsere technische Welt wird von Kleinstcomputern, die Peripheriegeräte mit ihrer Software ansteuern, dominiert. Wer glaubt, EDV-Unterricht fange erst mit Gigahertz-Prozessoren, Gigabytes an Arbeitsspeicher und 21 Zoll Monitoren an, der irrt gewaltig, denn es bestimmen wesentlich mehr Mikrocontroller als PCs unsere Technologie. Wie Peripheriegeräte im Eigenbau konzipiert werden müssen, um digitale Signale von General Purpose Input-Output-Pins zur Ansteuerung nutzen zu können, habe ich bereits in vielen Videos und Kapiteln auf Homo Faciens gezeigt. Weitere Kapitel werden folgen. Um meine im Aufbau befindlichen Kapitel zur Softwareseite von Physical Computing mit Leben erfüllen zu können, habe ich nun das Projekt Mail to Code gestartet. Damit erhaltet ihr die Möglichkeit, von mir bereitgestellte Hardware aus der Ferne programmieren zu können, um so ein tieferes Verständnis von Mikrocontrollern zu erhalten. Hier zu sehen ist ein erstes Setup, das ich ans Internet angebunden habe. Es handelt sich um einen Raspberry Pi mit einem an diesen angeschlossenen Arduino Uno. An die GPIOs des Arduinos habe ich ein paar elementare Peripheriegeräte angeschlossen. Mit dem Versuchsaufbau kann erlernt werden, den ATmega 328 Mikrocontroller des Arduino Uno zu programmieren. Wenn euch mein Projekt gefällt, werden weitere Mikrocontroller folgen. Als klassischer Einstieg in die Welt des Physical Computing dienen LEDs. Die Funktion Digital Write schaltet einen Pin auf logisch 1 oder 0, was mit einer LED am einfachsten visualisiert werden kann. 8 grüne LEDs sind in einer Reihe angeordnet, womit zum Beispiel das Binärsystem, das Programmieren von Ports oder die Bitmanipulation veranschaulicht werden kann. 7 rote LEDs sind in Form eines Würfels angeordnet, was unter anderem dazu dient, die Pin-Zuordnung, Arrays oder das Generieren von Zufallszahlen zu lehren. Dann gibt's einen bipolaren Schrittmotor, der über eine Treiberplatine mit Step- und Directory-Signalen angesteuert werden kann. Auf dem Motorschaft ist ein Magnet angeklebt, womit die Drehung des Schrittmotors über einen entsprechenden Sensor erfasst werden kann. Das ermöglicht es, mit analogen Eingangssignalen zu experimentieren. Etwas komplexer vom Verständnis her ist ein Gleichstrommotor mit zwei Sensorscheiben, womit Closed-Loop-Systeme studiert werden können. Die zwei Sensorscheiben werden von je drei Lichtschranken abgetastet. Die orangefarbene Sensorscheibe wird über ein Getriebe mit einer Untersetzung von 20 zu 1 angetrieben. Deren Drehung kann man noch mit dem menschlichen Auge erfassen. Die grüne Sensorscheibe sitzt direkt auf der Welle des Gleichstrommotors und dreht sich somit sehr schnell, weshalb hier Interrupt-Routinen zum Erfassen der Signale benötigt werden. Details zu diesen Peripheriegeräten zeige ich in kommenden Videos und Kapiteln zur Serie. Mit dem Mail-to-Code-System ist die Hürde zum Einstieg in die Welt des Physical Computing so niedrig wie nie zuvor. Alles, was ihr benötigt, um das Programmieren von Hardware erlernen zu können, ist ein Gerät, das E-Mails versenden und Videos anzeigen kann. Das funktioniert mit einem uralten Laptop, einem altersschwachen Tablet oder nahezu jedem Smartphone. An letztere Geräte sollte eine Bluetooth-Tastatur angeschlossen werden, denn Programmieren bedeutet Text zu schreiben, auch wenn Hollywood euch bisweilen vorgaukelt, es würde genügen, irgendwelche bunten Symbole auf möglichst großen Bildschirmen herumzuschubsen. Eine kompakte Tastatur fürs Programmieren unterwegs reicht im Prinzip aus. Eine größere Version macht das Schreiben von Text aber deutlich komfortabler.
Wem das Eintippen von Quellcode in einem Mailprogramm zu umständlich ist, der kann jeden beliebigen externen Editor verwenden und das Programm anschließend entweder per Copy and Paste einfügen oder als Datei an die Mail anhängen. Ist der Quellcode eingegeben, so kann dieser an meinen Mail-to-Code-Server, der hier auf einem Raspberry Pi läuft, gesendet werden. Alles weitere läuft automatisch ab. Um euch zu zeigen, was auf dem Raspberry Pi läuft, habe ich mich per SSH eingeloggt, sodass die Ausgaben der Software auf dem Laptop-Bildschirm zu sehen sind. Zuerst werden die E-Mails abgerufen, was mit Fetchmail geschieht. Dann werden die empfangenen E-Mails mit Hilfe eines Python-Skripts verarbeitet. Dieses Skript extrahiert den Quellcode und leitet diesen an das Arduino Command Line Interface weiter, welches das Programm zum Arduino Uno hochlädt. Da es sich um einen alten Raspberry Pi Modell B Plus aus dem Jahr 2014 handelt, dauert das Kompilieren etwas länger als auf neueren Modellen. Im Video ist diese Zeitspanne gekürzt. Gleichzeitig mit dem Hochladen wird die Beleuchtung eingeschaltet und das Raspberry Kameramodul beginnt damit aufzunehmen, was euer Code bewirkt. In diesem Fall blinkt eine an GPIO Nummer 3 angeschlossene rote LED. Das gleichzeitige Blinken der grünen LED an einer der Sensorscheiben muss ich noch mit dem Lötkolben verhindern. Nach einer Minute wird die Aufzeichnung gestoppt, das Video mit Hilfe von FFmpeg verarbeitet und die aktualisierte Webseite hochgeladen. Das Ergebnis ist nun öffentlich einsehbar, damit auch andere aus euren Code-Experimenten lernen können. Der Sender des Quellcodes erhält eine Antwort-Mail, dass das Programm verarbeitet worden ist. Eine Versionshistorie ist automatisch integriert, im Ordner gesendete Mails sind alle Programmversionen chronologisch gelistet. Dank Weiterleitung kann auch der Lehrer eine Kopie aller Mails empfangen und erhält somit einen Überblick, wer, wann, welches Programm gesendet hat. Durch die Verwendung von Mail-to-Code kann eine ganze Schulklasse auf ein Hardware-Setup zugreifen. Es wird kein mit Computern und Bildschirmen vollgestopfter Schulungsraum benötigt, Tastaturen für Smartphones genügen vollkommen. Das Schulungssetup ist preislich günstig und konsumiert weniger elektrische Energie als ein einzelner klassischer PC mit Monitor benötigt. Wer Register, GPIOs, Arrays und Datentypen auf einem Mikrocontroller mit Kilobytes an Speicherplatz handeln kann, der hat keine Probleme, das auf Gigabytes hochzuskalieren. Umgekehrt ist's weitaus schwieriger. Die "Ich brauche einen schnelleren Computer" Akrobaten haben schon lange vergessen, wie Datenverarbeitung auf Bit-Ebene funktioniert und sind dazu verdammt, ein Leben als Terabyte-Junkie zu führen. Die Mail-to-Code-Software befindet sich noch in einem frühen Stadium, funktioniert aber bereits recht zuverlässig, probiert's einfach mal aus. Das System ist für euch kostenfrei und ohne Registrierung zugänglich. Kostenfrei ist der Betrieb des Systems für mich allerdings nicht. Wer mich also im Unterhalt der Hardware unterstützen und mich für meine Programmierarbeit ein wenig entlohnen möchte, findet auf der Seite eine Möglichkeit zum Spenden eines Obolus. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben.
Damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wofür ich eure Penunzen verwende, in Arbeit befindet sich ein mobiler Roboter, den ihr in Zukunft mit Hilfe von Mail-to-Code ansteuern könnt. Mit Rovern kann man die Kids wohl besser von der PlayStation weglocken als nur mit blinkenden LEDs. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!